Guten Morgen erstmal. Genau. Hallo, wir sind jetzt an der Großglockner Straße, beziehungsweise wir fahren jetzt gleich die Großglockner Straße. Ich bin total aufgeregt. Ja, genau. Erzähl doch mal, was fahren wir jetzt? Nach der Mautstelle geht es in die Erlebniswelt und dann fahren wir die erste Serpentinen hoch und Höhepunkt wird sein die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Und wie hoch ist der Großglockner? 3798 Meter. Mal schauen, wie viel wir uns mit unseren kleinen Rollern hier schaffen. Weil einige von euch haben ja auch gefragt, ob das möglich ist, mit der 125 überhaupt so lange Touren zu fahren. Und ja, wir werden es rausfinden, wenn wir oben sind. Vielleicht gehen wir auf der Hälfte verloren, man weiß es nicht, aber genau, wir probieren es. Dann bis später. So, jetzt fahren wir los. Hier der Sticker, der bappt schon. Ja, damit man auch sagen kann, wir waren hier. Wir sind jetzt gerade hier durch die Mautstraße durch, durch die Mautschranke durch und jetzt ja, geht's hoch mit der Piaggio Medley 125 und der Piaggio Beverly 125. Jetzt ganz neu auch mit dem passenden Kanalaufkleber, damit auch jeder weiß, wer wir sind. Und natürlich meinem selbst gefrästen Gepäckträger. Und ja, dann können wir los, oder? Das ist jetzt auch die erste große Reise, die erste große Tour. Durch Corona haben wir lange keine mehr gemacht und das ist auch mein erstes Mal in Österreich seit 2 Jahren. Und gleich so ein Panorama zu erleben, ist einfach nur wunderschön. Und ich freue mich jetzt auch total, diese Strecke zu fahren und euch dabei mitzunehmen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr werdet jetzt ein paar Impressionen sehen. Ich versuche das Ganze diesmal ein bisschen mit mehr Moderation zu gestalten. Das haben sich einige von euch gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr reden, damit das nicht ganz so eintönig ist. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Fahrt und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Sind wir schon auf 2374 Meter. Ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 3000, also mit 3 stand das schon noch davor. Also es geht noch deutlich höher.
Boah, ist das kalt hier drin. Ha. Schnell die Luke wieder dicht. Wo kommt denn jetzt der Kreisverkehr her? Ich glaube, das wird das Thumbnail. Wow. Eine weitere Schneefräse. Achtung, Murmeltiere. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 10. Schild. Also wenn ich heute kein Murmeltier sehe, dann bin ich enttäuscht. Und dann entsprechen diese Schilder nicht der Wahrheit, ja. Also hier wird so viel von Murmeltieren gewarnt. Jetzt will ich aber auch mal eins sehen. Noch ein Murmeltierschild. Ich will ein Murmeltier sehen. Also wenn ich keins sehe, dann, ja, dann sind die Warnschilder fake. Ja? Weil so viele Schilder, wie ich hier gesehen habe, da müssen ja eigentlich Rudel rumlaufen. Ja? Aber ich habe noch kein einziges gesehen.
gut, wäre jetzt auch nicht so toll, wenn es jetzt auf der Straße wäre, aber irgendwie so am Wegesrand, wenn da mal so ein Murmeltier den Kopf rausstreckt, hätte ich jetzt nichts dagegen. Boah, ist das ja voll. So, hallo ihr Lieben, wir haben es zum Großgletscher geschafft. Ich weiß gar nicht genau, wo ist der eigentlich? Der hier. Das hier. Ich glaube, das ist der Großglockner. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt quasi an der Aussichtsplattform von Großglockner. Und das ist der Gletscher. Und das ist das, was vom Gletscher übergeblieben ist. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Und dann machen wir das so, dass ich auf der Medley fahre und Vater fährt auf der Piaggio Beverly. Und dann fahren wir quasi die gleiche Strecke nochmal zurück. Und dann seht ihr auch nochmal ein paar Impressionen. Man sieht es auch, das Wetter hat sich auf jeden Fall gewandelt. Aber ja, es sieht nicht aus wie Regen. Es gibt hier so Lautsprecher, die irgendwie komische Musik abspielen und Touristen, würde ich sagen, machen. Derbe gruselig, aber es ist einfach nur schön. Ja gut, dann sehen wir uns on tour.